Seit knapp 10 Jahren bilden Simon Buret und Olivier Cousier die Band Aaron. Die beiden Franzosen sind in ihrem Heimatland recht erfolgreich und können es sich leisten, nicht jedes Jahr eine neue Platte zu veröffentlichen. Im Vorfeld zur aktuellen CD We Cut the Night waren beide ein ganzes Jahr auf Reisen und danach ein weiteres Jahr im Studio. It was an album that was made after going through extreme positions and sensations, like going in the hyper mega cities and then going to places when you feel actually that you are the only thing alive around. Dabei sind sich beide Musiker bewusst, dass sie sich durch ihre eher seltenen Veröffentlichungen dem Risiko aussetzen, ihre Fanbase zu verlieren, weil diese sich womöglich zwischenzeitlich umorientiert. Aber Aaron legen Wert auf aussagekräftige Musik. It's a risk to be taken because I know that these days everything is going so fast and people are consuming music and everything changes every month, you know, like the relation that people have to art today is very different. I think we like with Oliver to be there when we feel we have something to say. We Cut the Night ist erst das dritte Album von Aaron und seit 5 Jahren das erste Lebenszeichen überhaupt. Natürlich haben sich beide Künstler weiterentwickelt, ebenso wie ihre Musik. Allerdings war das eher ungeplant, vergleichbar einer Evolution oder einem Bad in einem Fluss, bei der man an einem Ufer reinspringt, sich treiben lässt und irgendwo anders rauskommt. I think it's just a evolution. It's not about pushing yourself to change stuff and say, hey, we've done that, we have to do something else. It's like the river, you know, you just start somewhere and go somewhere else and then there is some things on the way that push you in some directions. It's not really intellectually thinking, it's just the instinct talks to you and push you in some directions. Die Band bezeichnet ihre neue CD, We Cut the Night, stilistisch als retrofuturistisch. Was wohl nichts anderes bedeuten mag als, man höre viel früher Depeche Mode, Yazoo und OMD und unterlege es mit modernen Soundflächen. Meistens in Moll, mit ein paar wohlgesetzten Dur-Stimmungen. Wobei das ganze Album-Artwork in Schwarz und Dunkelblau gehalten ist, um die raren goldenen Farbtupfer besonders hervorzuheben. Sänger Simon will allerdings nichts von einer düsteren Platte wissen. Für ihn sei We Cut the Night ausgewogen. Er und Olivier hätten versucht, allerlei Emotionen und Gefühle in ihrer Musik auszudrücken und vergleicht die Songs mit Polaroid-Aufnahmen von Augenblicken, positiven wie negativen. Hauptsache wertvoll. I don't believe in happiness or sadness or darkness or light. It's just a matter of balance. I like this metaphor. It's Polaroids of suspended moments that you try to seize and change into music. We like to say we do musical Polaroids, like something that you just try to catch, an emotion, a sensation, a moment or feeling that you try to seize and turn it into music. Insofern sei Musik gewissermaßen auch bewusstseinserweiternd. Man könne nicht nur dazu tanzen, sondern Musik habe auch die Kraft, Zeit und Raum zu überwinden und Stimmungen zu beeinflussen. Wie der angesprochene Fluss, behauptet jedenfalls Simon. So schließt sich jedenfalls der Kreis und macht aus We Cut the Night ein vielschichtiges Album, das wesentlich tiefgreifender ist, als es zunächst den Anschein hat. I like to say that we're trying to do music for the feet and for the soul as well. We see our songs like triggers to emotions, and music is made to dance, of course, but it's also made to find your center or push you in some other places, you know, just like the river, you know, you hop on something and you let yourself go.